Jahrzehntelang habe ich Aquarelle gemalt, Landschaftsaquarelle in Griechenland, viel in Italien, auf den Seychellen, in Hongkong, also an ganz verschiedenen Orten. Und ja, jetzt war endlich mal die Zeit reif, ein Landschaftsbild in Öl zu malen und dabei nicht jetzt traditionell ein Quadrat zu nehmen, sondern das als zersplittert wahrzunehmen oder diese Form, diese Dreiecksform vom Ätna aufzugreifen. Das ergab sich durch die Gegenüberstellung von Farbproben und den Dreiecken, die ich gemalt habe. Also auch in Form. Ein Spiel mit den Formen wird gezeigt und gegenübergestellt. Das ist für mich eine Möglichkeit, mich anzufreunden mit Landschaftsmalerei. Und es ist natürlich spannend, dann zu sehen, wie ich die 40-teilige Arbeit, ist es ja dann, wenn sie fertig ist, in den Raum bringe. Also es ist natürlich dann auch eine Art von Installation, kein traditionelles viereckiges Landschaftsbild. Habe lange die Farbe Grün eigentlich nicht so akzeptiert und habe mir dann vorgenommen, das ist ein ganz banaler Impuls gewesen, du malst jetzt mal ein grünes Bild und habe mich selbst gefordert, sehr viele Grüntöne zu mischen, umzusetzen und das dann natürlich mit diesen Ebenen, die drauf gedruckt sind, also mit Ölfarbe kann man auch drucken, das fand ich spannend und dann natürlich auch ein Raumproblem oder Raumillusion zeigen. Das heißt, Partitur, dieses andere große Bild, der Ursprung ist eine Gebrauchsanweisung. Das sind ja die modernen Partituren der Alltäglichkeit oder des modernen Menschen, die Gebrauchsanleitung für ein Billigregal liegt darunter, was sehr realistisch gemalt worden ist. Und das Ganze wurde dann mit einem Rakel wiederum verfremdet und mit diesen typischen Punkten, die so mein Markenzeichen auch sind, nochmal weiterentwickelt. Ich würde das nicht als Synästhesie beschreiben, sondern eher eine Korrespondenz zwischen Musik und Kunst, die spannend war. Beides hat sich irgendwo beeinflusst bei mir. Und Kurt Schwitters hat mal gesagt, er formt nicht eine bestimmte Arbeit, sondern er muss ein Lied hören. Und diese Aussage fand ich sehr interessant. Bei mir ist es ein Takt, ein Rhythmus, der irgendwie spannend ist, ein grafisches Gefüge. Und ja, ich finde schon, Bilder haben auch immer eine musikalische Qualität. Ruhe spielt natürlich eine große Rolle in der Malerei. Man muss richtig sich Raum und Zeit schaffen, dass der Prozess wirklich an Tiefe gewinnt und ein Bild auch dann gelingt. Also man kann nicht einfach sagen, ich habe jetzt 2 Stunden Zeit, jetzt male ich mal ein bisschen, sondern muss eigentlich richtig Konzentration, richtige Kontemplation auch vorhanden sein, die dann einfach auch die Freude und ein gutes Ergebnis mit sich bringt. Kandinsky, ein Stichwort mit seinem Werk Improvisation 3 Konzert, habe ich mich befasst und das einfach mal so ein Stück vom Sockel gehoben, ähnlich wie
Rauschenberg eine De Koning-Arbeit ausradiert hat. So habe ich sein Bild, also eine Reproduktion seines Ölgemäldes, zerschnitten und neu zusammengesetzt. Weil Kandinsky denkt ja auch in diesen, hat in diesen Phasen gedacht, Impression, Improvisation und Komposition. Und das hat mich doch jetzt gerade gereizt, jetzt mal dieses Bild neu zu komponieren, mittels einer Collage. Das macht mir Spaß, also verschiedene Ebenen zusammenzuführen, die zunächst nicht zusammenpassen. Zum Beispiel Pläne eines Maschinenbauingenieurs werden konfrontiert mit Tieren. Und diese spannende kompositorische Zufälligkeit, Aleatorik, die macht natürlich Spaß auch demjenigen, der das anschaut. Der muss natürlich auch mitdenken. Er kriegt kein vorgefertigtes Bild, was abgehakt werden kann, sondern er muss natürlich weiterarbeiten dran. Wie passt das zusammen? Wie kommt er auf diese Koinzidenzen? Das macht schon sehr viel Spaß. Thank you.